Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auf der Homepage der Gemeinde Kittrich. Das gotische Weindorf Kittrich ist über 1000 Jahre alt und wurde im Jahre 954 erstmals urkundlich erwähnt. Kittrich hat sich bei der Gebietsreform vor über 30 Jahren behauptet und ist kleinste selbstständige Gemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis. Über 4200 Einwohner fühlen sich zwischen Wald und Reben wohl. Auf dem Bergfried steht unser Wahrzeichen, die Burgruine Scharfenstein, erbaut 1150. Und hier im Hintergrund sehen Sie unser wunderschönes Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1585. Der Wallfahrt zum heiligen Valentin und unserem großen englischen Wohltäter Baron Satten verdanken wir den Erhalt unserer einmaligen St. Valentinuskirche mit dem fast vollständigen Inventar und der ältesten spielfähigen Orgel Deutschlands, auch Insel der Gotik genannt. Einzigartig auf der Welt singen die Kittricher Chorbuben, Mädchen und Chormänner jeden Sonntag im Choralhochamt den gregorianischen Choral nach Hufnagelnoten. Ein weiteres Kunstwerk ist das komplett erhaltene Laiengestühl aus dem Jahre 1510. Kittrich ist eine sehr beliebte Gemeinde mit einem aktiven Gemeinschaftswesen. Über 20 Ortsvereine und Institutionen sind die tragende Säule unseres Gemeinwesens. Beispielhaft ist unsere hervorragende Kinderbetreuung. Hier besteht die Möglichkeit der Betreuung ab der 6. Woche nach der Geburt, im Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde und der Gemeinde ab dem 2. Lebensjahr. Und besonders stolz sind wir auf unsere 2 Waldkindergartengruppen im benachbarten Kloster Eberbach. Die Kittricher Weinbergslagen, der Kittricher Grevenberg, der Kittricher Turmberg, die Kittricher Wasserross, die Kittricher Sandgrub und der Kittricher Klosterberg sind weltberühmte Weinlagen. Viele Straußwirtschaften, Gutsausschenke und gastronomische Betriebe laden die vielen Gäste zum Verweilen hier im gotischen Weindorf Kittrich ein. Die Weinberge prägen das Bild des gotischen Weindorfes Kittrich und der Wein die hier lebenden Menschen. Und gerade aus diesem Grund hat die Gemeinde unmittelbar bei der altehrwürdigen Burgruine Scharfenstein den Weinberg der Ehe angepflanzt. Jedes Brautpaar, das hier vor dem Standesamt in Kittrich die Ehe schließt, erhält einen Weinstock im Weinberg der Ehe. Jedes Jahr eine Flasche Wein und alle 2 Jahre treffen wir uns bei unserem Rieslingfest, dem berühmten Weinfest hier im Rheingau. Gerne würde ich Sie als Gast in meiner Heimatgemeinde begrüßen.